Und weiter geht's mit Folge 16 unseres Let's Plays. Okay, wir haben in der letzten Folge gegen den Clan gekämpft. Hab auch nur gewonnen, weil ich Chemit und Elektrozellen benutzt habe. Sonst hätte ich das wahrscheinlich eh nicht geschafft. Schauen wir mal, welche Gefahren jetzt auf uns zukommen. Ah, ich glaube, das geht auf die andere Seite aus. Bestimmt sogar. Schauen wir mal kurz hier auf die andere Seite. Da ist nichts. Und da kam ich. Was haben wir hier? Zu Ehren der glücklichsten Tage unserer Familie wegen ihrer Anwesenheit. Ich vermisse so schnell dich immer noch, Camille. GG. Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Aber jetzt kein Boss, oder? Nein. What the hell? Ist das ein Bug oder? Gehört das so? Ich glaube, das gehört so. Das ist vielleicht ein Puppenspieler, der da oben ist. Oh Gott. Oh Gott. Hier kann man sich überall verlaufen. Was war das? Irgendwas hier an der Grafik ist seltsam. Na komm schon. Die taumelt gar nicht. Also,
Das hier ist mir nicht geheuer. Besonders die Fäden. Von wo kommen die? Ja, sicher ein Puppenspieler. Was ist das? Okay. Da brennt was. Störungskartusche. Gar nicht gruselig. A puppet. Are you here to listen to my music? I can't sing anymore. This petrification disease took away my songs. Riddles. I was fooled by him. He said this place was a shelter. Patricia, I'm so sorry. Rätselkönig. Name kommt mir bekannt vor. So. Wo geht's jetzt weiter? Hier rund? Nein. Es gibt ja keinen Weg, oder? Bin ich blind? Habe ich einen Apfel? Ja, gib mir einen Apfel. Taking me, but I have enough strength to confess my sins. Can you listen to my last confession? Patricia, I coveted your voice. If I can't match it, then even if I have to break you, Adelina Corday must have it all. I know it's wrong, but still, I love you. I know it's wrong. Okay. Sonst hat sie nichts mehr zu sagen. Hier komme ich scheinbar auch nicht runter. Ah, da scheint ein Boss zu sein. Ah, ich weiß schon. Ich war schon wohin.
Hier sind sicher noch welche da. Tut mir leid, Leute, irgendwas ist mit meiner Stimme. Wo geht's hier lang? Sehr dunkel. Ah. Alle? Nein. Oh, Technikamulett. Das klingt doch mal gut. Technik plus 4. Das bedeutet mehr Damage. Oh, Scheiße. Oh, komm schon. Ich bin tot. So. Ah, jetzt sind sie weg. Das war mein Bug. Lol. Oh nein, wie hat das? Oh nein, es ist aber auch eine andere. Die hält nur aus. Die hält auf jeden Fall mehr aus als die anderen. Okay. Also die mit dem Licht, die sind ein bisschen stärker. So, wie sollen wir die fertig machen? Die sind schnell. Vielleicht sollte ich zuerst eine kleine Waffe holen. Versuchen wir es zuerst mal meine kleine Waffe. Okay, wenn die so weit weg ist. Irgendwie ist es nur hier in der Nähe.
finde es relativ nervig. Oh. Wo kommst du her? Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich dachte mir schon, ich hätte was gehört. Das, wenn sie herkommen. Ist das ein Bug, oder? Das ist nervig. So sollten sie sein. Ich glaube, das ist kein Bug. Das gehört so. Okay. Ganz langsam. Bin geschockt. Oh Gott. Ah. Bringt das was, wenn ich durchlaufe? Ja, ich glaube, ich laufe durch. Ich laufe durch. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Ah. Kommen Sie runter? Ja, Sie kommen runter. Thank you.
Ah ja. Ihhh. Ist er wirklich eine Spinne? Gott. Ganze Ladung. Oh Gott. Ja, bald kann ich meinen Speer wieder verstärken. Explodierende Spitzhacke. Das klingt doch nice. Versuchen wir es mal. Aber das geht voll auf. Entschlossenheit habe ich nicht. Zurück. Die legendäre Schauspieler Adelina Conte, auch diejenigen, die ihren Ruf beneiden, bitten ihre Lieder. Falsche Seite. So. Oh yeah. Na dann schauen wir mal an, was uns hier erwartet. Soll ich da zuerst runter? Hopp, ja. Ah, na schau. Schlüssel habe ich sogar dafür. Auftritt des Tages. Die größte Sängerin von Graz ist da. Schade, dass sie nicht singen kann. Weil ihre Zunge rasch geschnitten wurde. Okay, wer war das? Strahlungskonverter. Belfort Superior. Ah, oh, ein zweiter. Zweiter Quarz. Wo bin ich denn hier? Ah, okay. Ja.
Irgendwer gibt denen die Kraft. Unglaubliche wenigen Sammlung. Oh, sehr gut. Was ist das? Ach, von da komme ich gerade. Noch so einer. War leichter als gedacht. Andere war schwerer. Okay. Wieso kann ich die auf einmal besiegen? Und wo bin ich denn überhaupt hier? Da geht's hoch. Notizen zu einem Experiment. Der Körper der Testperson ist besser als erwartet. Ihre Ergo-Koordination, ihre körperliche Sensibilität und ihre Anpassungsfähigkeit übertreffen alle Erwartungen. Bessere Ergebnisse kann man sich nicht wünschen. Jetzt muss nur noch eine Entscheidung getroffen werden. Ich kann meine Tat nicht ungeschehen machen. Ich bereue sie nicht. Zum Bereuen bin ich schon zu weit gekommen. Ich bin bereit, ein Gott oder Teufel zu werden. Ich hoffe nur, dass der Besitzer des Körpers durch diese Rache Frieden finden kann oder wird. Vielleicht ist dieses Gebet ein letztes Überbleibsel meiner Menschlichkeit. Also, ich muss schon sagen, bei diesem Level, bei diesem Gebiet, habe ich echt viel gefunden. Na, mach's das. Dankeschön. Kryptisches Gefäß. Oh, fuck! Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ist auf der anderen Seite. Das ist der hier. Da bin ich gestorben. Verdammt! Okay. Aber ich habe das meiste ja eh aufgemacht. Das heißt, ich gehe einfach hier durch. Gehe herunter.
Da war ich schon. Gehe ich hier runter? Okay, ich kenne mich wieder aus. Oder auch nicht. Gehe hier hoch. Da ist wieder dieses große Viech. Den lasse ich jetzt in Ruhe. Ich laufe einfach durch, ich laufe durch, ich laufe durch, ich laufe durch. Achtet mich nicht. Und dann einfach hier runter. Und da bin ich schon. Oh, fuck. Dort ist meine Seele. Ich darf nicht vergessen, meinen Tod dazu zu tragen. Und das war's. Ich glaube, hier haben wir alle geschafft. Jetzt gehen wir zurück zum Hotel und leveln hoch und machen uns ran an den Boss. So, ganz schnell hier meine Waffe verstärken. Genau. Die Waffe verstärken plus 25. Sehr schön. Einmal hier Venigni verbessern. I always welcome friends. May I be of service? No trouble at all. I almost consider it my oldest hobby. Trust me, I won't let you down. There we are. A deciphered cipher just like I used to make. If you ever need me to help you decode another message, I'm at your service. So, schauen wir mal an, was wir jetzt gerade bekommen haben. Entschlüsselung des juwelenbesetzten kryptischen Gefäß. Überprüfe den Boden am Ende der Klippe der Straße des Hauptbahnhofs von Krat, von wo aus man einen guten Blick auf das Meer und die Wahrzeichen von Krat hat. Ein Kurzbericht aus der Zeit zum gegenseitigen Vertrauen beigefügt. Du bekommst von mir so viel Geld, wie du willst, aber lass mich bitte raus. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Befolge bitte die Anweisungen. Überall sind Puppen. Wo soll ich denn hin? Erstens, der Hauptbahnhof von Krat. Wenn du nicht fliehen kannst, geh zur St. Frangelico-Kathedrale. Erzbischof Andreas nimmt Flüchtlinge auf. Ist das nicht den, den wir getötet haben? Werden wir überleben? Das ist in Gottes Hand. Für alle Fälle habe ich zusätzliche Ausrüstung am Strand beim Bahnhof vergraben. Jetzt kannst du deine Reparaturen durchführen. Wir zählen auf dich, Melampho. Okay. So. Legionskaliber haben wir gar nicht bekommen, oder? Schauen wir mal. Nein, noch nicht. So, wo ist die? Da. I'll use my power gel. Welcome to Hotel Pro. Ich dachte, er würde dann was verkaufen. Und er verkauft nichts, oder? I always will. Hmm.
zuerst mal die Münzenfrüchte hier. Und geben P-Organs aus. Kann zwei nutzen. Das heißt, ja, die Herstellung. Oh, dafür brauche ich drei. Nee, schade. Also auf jeden Fall nehmen wir uns wieder was für die Fertigkeit. Abladen bei Wiederbelebung. Stellt Haltbarkeit von Interaktion natürlich weiß wieder her. Okay. Bei Entladungen. Ja, wenn ich nichts mehr habe, sterbe ich meistens sehr eh, also. Ja, Goffelnus nach Tod. Oh, das klingt gut. So, da ist nichts mehr zu holen. Was haben wir hier? Habekünste Effektzeit erhöhen. Pulszellen erhöhen. Kann man immer brauchen. Sehr gut. Auf natürliche Weise erhöht. Jetzt haben wir 7. Ich sterbe eh so oft. Ja, ich glaube, das wird eine schnelle Folge. Ich beende das hier und in der nächsten Folge versuchen wir nicht zu oft beim Boss zu sterben. Was sagt sie dazu? Ist ein guter Plan, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.